Ihr seht hier einen typischen Kirschlorbeerhag, wie er viel vorkommt in den Gärten. Da schätzt man sehr, weil er immer grün ist. Und da sieht man auch nicht in die Wohnung oder auch in den Garten rein. Und darum pflanzt man da. Er ist sehr anspruchslos. Man muss ihn zwar viel schneiden, aber sonst gibt er nicht viel zu tun. Das Problem ist einfach, dass er sich sehr verbreitet. Es ist nicht eine einheimische Pflanze. Es ist eine ortsfremde Pflanze, also ein invasiver Neophyt. Und die tut sich ausbreiten in der Natur auf Kosten der Biodiversität. Und zwar dann, wenn die Vögel da, die Beeren, die jetzt grün sind, wenn sie schwarz sind, wenn sie die können fressen, da hat Samen drin. Dort, wo sie dann den Kot lassen, dort können sie wieder wachsen. Und das passiert viel so auf Waldlichtungen, Waldränder oder auch sonst auf Flächen, die nicht so viel gepflegt sind. Das ist ein grosses Problem, weil gerade im Wald macht es dann dicht zu, dann kann der Jungwuchs nicht mehr kommen. Zum Bekämpfen, wenn ihr ihn jetzt nicht einfach gleich ganz entfernen könnt, ist es wichtig, dass ihr nach der Blütezeit alle Blüten abschneidet und die verbrennen. Also in die Verbrennungsanlage mit dem Abfall. Wenn es jetzt so ist wie jetzt, wo die Beeren sind, dann kann man auch die Beeren abnehmen. Und die würde ich dann unbedingt entweder in die Verbrennungsanlage geben oder in die Grüngutabfuhr von der Stadt Bern, wo dann eine professionelle Kompostierung ist und dann nicht mehr davon wachsen kann. Aber sonst auf den Kompost nicht. Also hier ist jetzt ganz ein grosses Exemplar von einem Kirschlorbeer. Der hat auch schon sehr einen dicken Stamm unter. Und er hat auch schon Wurzelausschläge, die man hier sieht. Wenn man einfach absagt, dann wird es noch sehr viel mehr von diesen Wurzelaustrieben geben, auch Stockausschläge. Und dann muss man das dann über längere Zeit alles immer wieder kontrollieren. Also man kann dann nicht einfach etwas anderes heranpflanzen. Wenn man das verhindern will, müsste man jetzt hier den Stamm, es sind verschiedene Stämme drin, aber recht dicke, müsste man ringeln. Das ist eine spezielle Methode, um ihn zu schwächen, bevor man ihn umsägt, damit er eben dann die Ausschläge alle nicht macht. Aber damit sind die Wurzeln natürlich noch nicht draussen. Also da muss man damit rechnen, dass sehr viele Wurzeln im Boden sind. Wenn man dann die gesamten Wurzeln rausnimmt, ist es eine grosse Arbeit. Also, ihr seht jetzt hier einen Grünsichtschutz mit Eiben, der einheimisch ist. Wenn man den Kirschlorbeer wegnimmt und eben gleich noch so einen Grünsichtschutz hat, ist das sehr zu empfehlen. Es gibt noch weitere Empfehlungen in unserem Natur braucht Stadthandbuch, wo Wildpflanzensträucher empfohlen werden, die man als Ersatz eigentlich für alle invasiven Sträucher, die man wegnimmt, kann brauchen.